Hi, hier ist der Marco von Lotzotz. Heute geht es um das Spiel Tensanz. Ist ein Prototyp von dem kleinen Entwicklerstudio DigiPen. Und wir fangen jetzt auch mal direkt an. Leider kann ich die Sounds leider nicht ganz so runterstellen. Das Einzige, was man halt als Option hat, ist halt die Möglichkeit, die Musik auszuschalten, was aber schon mal ein bisschen hilfreicher ist. Oh, eine Einstellung ist natürlich krass. Noch ein Bogen. Was natürlich faszinierend ist bei diesem Prototyp, dass wirklich schon eine Controller-Unterstützung da ist. Was man natürlich bei Prototypen nicht ganz so erwarten kann. Das Einzige, was natürlich jetzt ist, ist, die Steuerung ist sehr, sehr, sehr empfindlich. Also das Bogenschießen haben sie eigentlich auch recht einfach gemacht. Tja, jetzt müsste man wissen, was Use ist. Rechte Maustaste. Rechte Maustaste ist Use, upsala. Okay. Man kann der rechten Maustaste die auch irgendwie okay. Die machen natürlich echt Schaden. Diese kleinen Fliegeteile, was auch immer das sind. Achso, man braucht sie jetzt nur. Gebühren noch nicht mal irgendwas. Auch noch gegenkommen und dann verwandeln, gehen sie weg. Was das auf sich hat, keine Ahnung. Okay, mit Musik kommt es bestimmt besser. Aber wie ich sagte, die Musik ist leider nicht runterdrehbar. Okay,
为了使人类进步，帝俊又创造了十个太阳神，来给予人类光和热。Ich hab gedacht, man kann ja wie so ein bisschen hier die Stäbchen anzünden. Das geht leider nicht. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Da hinten sehen wir die 10 Sonnen. Aber wir gehen jetzt einfach mal weiter, mal gucken, was uns weiter so erwartet. Bis jetzt ja eigentlich von den Prototypen ist mit der Unity Engine, soweit ich das weiß. Oh. Sehr kurios. Gerade dieser Kampf, aber na gut, okay, es ist halt ein Prototyp. Vergessen. Es ist halt wirklich einfach noch ganz am Anfang. Nicht getroffen. Jetzt ist lustigerweise die Musik auch wieder an. Sehr kurios. Ja,
eigentlich ganz lustig gemacht. Also sagen, bis jetzt grafikmäßig recht schick. Wow, 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 wow. Hängt in der Wand fest. Recht uncool eigentlich. Na gut. Cool, man kann sogar in Häuser rein, das wusste ich gar nicht. Aha. Nächstes Mal. 也得到了科技上的突破。 Okay, man kommt nicht überall rein. Jetzt gucken wir uns hier hinten nochmal ein bisschen um. Das ist schön, es gibt mehrere Wege, die nach oben führen. Also gibt es auch mehrere Wege runter. Vielleicht hätte ich auch gar nicht runter gemusst. Oder wir müssen einfach hier hoch. Was sehr gut aussieht. Die Tür haben wir schon mal geöffnet. Jetzt sollten wir uns aber vielleicht noch ein bisschen da hinten im Palast umgucken. Oder auch im Tempel, was auch immer das hier ist. Ich bitte dich, hilf uns!
我求求你了，求求你。Okay. Okay, man hat die Glocke auch schlagen können. Upsala. Naja, gut. Aha, jetzt sind wir an der Stelle, wo wir vorhin schon mal waren. Und sind mit dem Abteil eigentlich durch und können... Und müssen wohl schon wieder gegen diesen riesen Piepmatz kämpfen. Schieß doch! Ja, das Einzige, was noch nicht ganz so 100% funktioniert, ist die Steuerung der Maus. Leider. Zumindest was das Schießen angeht. Das reagiert einfach nicht so. Natürlich sagen, dass es mit dem Controller besser ist. Irgendwie auszuweichen. Thank you.
das müssen sie leider echt noch ein bisschen überarbeiten. Die Kämpfe sind noch ein bisschen sehr schlecht gemacht, auch das Schießen momentan noch nicht so, wie es wirklich soll. Leuchtende Ding zu finden, treffen, wenn er einfach nicht den Bogen zieht. Schießen oder nicht? Upsala. Das darf nicht wahr sein. Jetzt habe ich diesen blöden Vogel besiegt und komme nicht mehr von der Stelle weg. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Ah, jetzt geht's. So, und somit sind wir durch die Prototyp-Version von Ten Suns durch. Ich hoffe, ihr fandet es auch sehr interessant, so wie ich. Ich finde, das Spiel hat Potenzial, müssen natürlich noch einiges an Fehlern ausgemerzt werden. So ein paar kleine Verbesserungsvorschläge werde ich den Entwicklern auch mal zukommen lassen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, finde ich das Spiel so schon recht gut gelungen. Story, okay, mal gespannt, was noch kommen wird. Und sobald es neue Updates gibt oder dementsprechend noch Verbesserungen sind, werde ich nochmal ein Video machen und euch informieren. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.